Ihr lieben Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte gerne einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium, und zwar Kapitel 8, ab Vers 1. Markus 8, ab Vers 1. Dort heißt es: In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Die Jünger erwiderten: Wo soll man denn hier an diesem einsamen Ort genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke, dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen, und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war: 7 Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich aber auf ungefähr 4000. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Von Bertolt Brecht stammen ja etliche scharf formulierte, einprägsame und auch sehr wahre Zitate. So sagt er zum Beispiel: Bankraub ist eine Initiative für Dilettanten, wahre Profis gründen eine Bank. Oder er sagt: Wer A sagt, muss nicht unbedingt B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war. Oder: Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass sie verschwiegen werden. Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass sie verschwiegen werden. Und er sagt auch: Die Ursache für geistige Armut ist meist eingebildeter Reichtum. Die Ursache für geistige Armut ist meist eingebildeter Reichtum. Das gilt übrigens auch für Gemeinden. Und der Herr Jesus sagt in dem Sendschreiben an Laodicea was ganz Ähnliches. Er sagt: Weil du sagst, ich bin reich und reich geworden, und sagst, ich brauche nichts, und nicht weiß, dass du arm und erbarmungswürdig bist. Also ist nicht ganz neu, was der Mann gesagt hat. Ja, und von Bertolt Brecht stammt auch aus seiner Drei-Groschen-Oper das Zitat: Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Er sagt damit was ganz Wesentliches: Menschen, die Hunger haben, und ich meine richtigen Hunger und nicht, wenn es das Abendbrot eine halbe Stunde später gibt, weil der Mann zu spät nach Hause gekommen ist und sich verquatscht hat oder sowas, sondern Leute, die richtig Hunger haben. Für die sind moralische Erwägungen, geistliche Fragen, theologisches Wissen sehr nebensächlich. Zuerst geht es um die Lebensgrundlagen, um die existenziellen Grundlagen. Und erst dann kommt das Fragen, erst dann kommt die Moral. Und in unserem Bibeltext wird dieser Grundsatz, diese Wahrheit auf den Kopf gestellt. Es gibt eben auch Situationen, wo grundlegende Wahrheiten ihre Gültigkeit verlieren. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern in eine einsame Gegend gegangen. Vermutlich wollte er zur Ruhe kommen, wollte seinen Jüngern Ruhe gönnen, hatte vielleicht
Zeit gebraucht, mit ihnen zu sprechen. Viele, sehr viele Menschen liefen ihnen aber in diese einsame Gegend nach. Zu Fuß, ohne Auto, von weit her. Und schon das ist ein Opfer. Ich konnte nicht zum Gottesdienst kommen, mein Auto war kaputt. Damals, ja, konnte kein Auto kaputt gehen. Die Leute wollten von Jesus hören und hatten offensichtlich sich auch was zu essen mitgebracht. Es gibt also eine Übersetzung, die ich mitgelesen habe, da stand nicht, sie hatten nichts zu essen, sondern sie hatten nichts mehr zu essen. Sie hatten offensichtlich sich was mitgebracht und dann blieben sie länger. Und der Proviant war längst aufgebraucht und langsam stellte sich der Hunger ein, aber sie blieben bei Jesus. Jetzt kann man sich fragen, warum mögen sie wohl geblieben sein? Der Gottesdienst sollte pünktlich aus sein, sonst werde ich unruhig. Weil ich denke, wichtige Sachen kann man auch in einer Stunde sagen, man braucht nicht eine anderthalbe Stunde dazu. 3 Tage Gottesdienst, Bibelarbeit, Fragen, Antworten, Seelsorge, sich mit einzelnen Menschen beschäftigen und die anderen warten. 3 Tage. Es muss eine Faszination von Jesus ausgegangen sein. Es muss was da gewesen sein, was für die Menschen existenziell wichtig war. Offensichtlich sprach er in ihr Leben hinein und sie merkten, hier ist jemand, bei dem finde ich eine Zukunft. Hier ist jemand, der bringt etwas, was wirklich für mich von Bedeutung ist, von grundlegender Bedeutung. Und sie merkten eins, hier ist jemand, der ihnen Hoffnung machte, der ihnen wirklich eine Hoffnung gab, dass ja das Leben ganz neu werden konnte, dass es besser wird. Und er sprach in ihre Situation hinein, sie kamen in seinen Reden vor. Ich habe zu Hause eine CD, da ist ein Cover aufgenommen, das 2 Pfarrer machen. Und das ist unter vielen anderen eins, sagt der eine Pfarrer, wir sind Prediger, wir sind es gewohnt, auf Fragen zu antworten, die niemand stellt. Das ist leider auch eine Wahrheit. Und die schärfste Kritik, die meine Frau an einer Predigt äußern kann, die heißt, ich kam darin nicht vor. Ich kam nicht in dieser Predigt vor. Sie sagt damit mit anderen Worten, für mich war diese Predigt nichtssagend. Bei dem Herrn Jesus war das ganz offensichtlich nicht so. Er sprach in das Leben der Menschen hinein, er gab ihnen eine Hoffnung und das war auch nicht einfach bloß interessant, das war nicht einfach ein Bespaßen oder es war nicht einfach ein intellektueller Reiz, den er verbreitete. Es war eine Botschaft mit Inhalt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser tiefgreifende, dieser lebensverändernde Inhalt, dass der oft schwer zu finden ist. Die Leute bleiben und hören und sie bleiben noch ein Stückchen und noch etwas und dann können sie noch nicht gehen, sie müssen noch ein bisschen bleiben. Sie haben ihr Essen längst aufgebraucht, der Hunger macht sich breit, aber das treibt sie nicht von Jesus weg. Und dann sind 3 Tage vergangen und die Situation wird kritisch. Und wieder ist markant, nicht die Leute sprechen den Herrn an und sagen, wir haben Hunger, sondern der Herr sieht's. Auch nicht die Jünger erkennen die Not. Jesus sieht den Mangel, er sieht es. Und ich bin überzeugt, er sieht es auch in unserem Leben. Er sieht es nicht nur damals, er sieht den Mangel auch in unserem Leben.
Und der Herr spricht seine Jünger darauf an. Und die Jünger wissen wieder einmal, sie wissen ganz genau, was nicht geht. Im Vers 3 heißt, woher soll jemand in dieser Einöde Brot nehmen? Für so viele Leute. Herr, es geht nicht. Sieh es doch ein. Es ist gut gemeint, dass du die Leute nicht hungrig gehen lassen willst. Aber wie soll's gehen? Und der Herr Jesus geht auf ihre Argumentation überhaupt nicht ein und fragt sie, was habt ihr denn? Was habt ihr denn? 7 Brote und etwas Fisch. Schon zu wenig für die 12 Jünger und den Herrn. Schon zu wenig für die, die es eigentlich besitzen. Und auch das ist eine Situation, die bis heute real ist. Die Christenheit, Kirche, Gemeinde hatte immer zu wenig für die Aufgaben, vor der die Christen stehen. Für das, was der Herr ihnen anvertraut hat. Zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Finanzen, zu wenig Einfluss, nicht die passenden Räume, zu wenig Glauben, zu wenig Gottvertrauen. Wie soll das gehen? In dieser Einöde für so viele Leute Brot. Und dann nimmt der Herr aus ihrer Hand das lächerlich Wenige. Nimmt das, was nicht einmal für sie selbst reicht, nimmt diesen Beweis der Unmöglichkeit in seine Hände. Er segnet es, er hält es Gott hin und dann teilen die Jünger aus. Sie teilen aus und es ist genug, es reicht für alle. Übrigens, der Herr hätte sicher auch die Macht gehabt, das Brot einfach aus dem Nichts zu erschaffen. Ich bin überzeugt, er hätte das sehr wohl gekonnt. Aber er macht das nicht. Er nimmt das Wenige der Jünger und unter seinem Segen, unter seinem Dank, indem er es Gott hinhält, reicht es für alle. Ich bin überzeugt, auch heute könnte Gott sein Werk ohne unsere Mitarbeit, ohne unsere Anstrengung bauen. Aber auch das tut er nicht. Er möchte auch, dass wir ihm unsere Möglichkeiten, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, Geld in die Hände geben. Und unter seinem Segen reicht es. Und hat es bis heute irgendwie immer gereicht. Hab so überlegt, wo ich über den Text nachgedacht habe. Als ich Jugendlicher war, das ist also tatsächlich so, das war mal der Fall, da hatten wir einen Gemeinderaum hier an dieser Stelle, der war so groß wie der kleine Saal. Und da hat die ganze Gemeinde reingepasst. Und dann, nach langem Hin und Her und vielen Schwierigkeiten wurde dieses Haus gebaut und es wurde auf Zuwachs gebaut, das war groß. Und die Kinderstundenräume, wir hatten damals gesagt, wir brauchen viele Räume, die haben alle gereicht. Heute sind alle Kinderstundenräume zu klein, die Mitarbeiter kommen und klagen, wir haben viel zu wenig Platz, wir brauchen Platz. Der Gemeindesaal ist schon zu klein. Es gibt kaum einen Gottesdienst, wo wir nicht den kleinen Saal aufmachen müssen. Es war eigentlich immer zu wenig da und irgendwie hat es gereicht. Und irgendwie wurde es immer mehr. Und am Ende, ja. Und oftmals, wenn wir im Dienst stehen, dann sehen wir den Mangel. Dann sehen wir die viel zu geringen Möglichkeiten,
die viel zu geringen Fähigkeiten, die Mitarbeiter, die eigentlich zu wenige sind und die eigentlich nicht die Ausbildung haben, die man sich wünschen würde. Ich glaube, den Jüngern, denen ging es ähnlich. Ein Korb voll Brot und sie teilen aus, geben und geben. Aber was ist ein Korb? Was ist ein Korb bei 4000 Leuten? Das war schon irgendwie ein Glaubensakt. Und ich vermute, dass zu keiner Zeit vor den Füßen des Herrn ein Berg Brot lag für 4000 Leute. Ein riesiger Berg Brot. Ich vermute, dass das zu keiner Zeit der Fall war. Ich nehme an, dass nach dem Dankgebet des Herrn nicht mehr war wie vorher. Der Herr brach das Brot, gab es den Jüngern und sie teilten aus. Und beim Austeilen, sie gaben und gaben und es reichte. Ähnlich wie bei Elia. Gott schickt ihn in dieser Hungersnot zu einer Witwe. Und als er dort ankommt, sagt sie, ich habe noch einen Rest Mehl. Und im Krug ist noch ein Rest Öl. Das will ich jetzt verpacken, backen. Dann wollen mein Sohn und ich noch was essen und dann werden wir sterben. Und sie bäckt und gibt dem Elia zu essen. Und sie bäckt wieder und hat immer noch ein Rest Mehl. Und sie bäckt von diesem Rest nochmal und es ist immer noch ein Rest da. Und so leben sie eine richtig lange Zeit. Aber die Witwe hatte immer nur ein Rest Mehl. Die hatte nie mehr einen vollen Sack. Und die hatte auch nie mehr einen vollen Krug Öl. Es war immer nur ein Rest da. Aber der Rest reichte. Und sie konnte immer wieder davon backen und sie konnten immer wieder davon etwas essen. Wenn wir darauf warten, dass alles da ist, und dann, wenn die Voraussetzungen da sind, dann wollen wir mit dem Dienst beginnen. Wenn wir darauf warten, werden wir nie beginnen, werden wir nie anfangen. Dann wird es nie eine Arbeit im Reich Gottes geben. Das ist immer ein Glaubensschritt, damals und auch heute. Und das eigentliche Wunder, das wird erst im Rückblick deutlich. Beim Aufheben der Brocken. 7 Körbe und alle haben gegessen und alle sind satt geworden. Und eventuell haben sie sich sogar noch was eingesteckt für den Rückweg. Erst im Nachhinein wird das eigentliche Wunder deutlich. Vorher waren es 7 Brote, jetzt sind es 7 Körbe. So geht es auch uns gelegentlich, dass wir erst im Rückblick erkennen, was Gott eigentlich gemacht hat. Dass wir erst im Rückblick, wenn wir uns das mal vor Augen halten oder wenn wir es mal vor Augen geführt kriegen, merken, was Gott eigentlich bewirkt hat. Nun sind solche Berichte aus der Bibel nicht geschrieben, dass wir uns darüber freuen und ansonsten sind sie bedeutungslos. Ich denke, sie sind einfach auch geschrieben, damit sie in unsere Zeit hineinsprechen. Und heute, Hunger wie damals, kennen wir in Deutschland nicht. Wir sind satt, eventuell sogar übersättigt. Aber es gibt in unserer Umwelt auch einen Hunger, einen geistigen, emotionalen Hunger. Ein Hunger nach Liebe, nach Annahme, nach Achtung, ein Hunger dann auch beachtet zu werden. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das heißt, jeder Mensch braucht mehr Liebe, als er verdient. Es gibt einen Hunger, der sich speist aus Einsamkeit, auch aus sozialer Kälte und aus vielem anderen mehr. Und ich bin fest überzeugt, dass das Evangelium, dass der Herr Jesus auch die Antwort ist auf diesen Hunger, der in unserem Land nicht selten ist. Dass er eine Antwort ist auf diese Sehnsucht,
Und es ist auch so, dass hier unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten viel zu wenig sind. Wir haben genau nicht mehr wie 7 Brote und ein kleines bisschen Fisch, um im Bild zu bleiben. Aber ich bin genauso überzeugt, dass wenn wir unsere Möglichkeiten dem Herrn anvertrauen, zur Verfügung stellen, wenn wir es ihm ermöglichen, dass er unsere Möglichkeiten in seine Hände nehmen kann, wenn er sie segnet, dass es dann reicht, dass dann Dinge geschehen können, die wir, um es vorsichtig auszudrücken, nicht für möglich halten. Ich möchte gern zusammenfassen. Es gab damals Leute, die waren so beeindruckt vom Herrn, so von ihm angezogen, dass sie darüber essen, ihren Hunger vergaßen, dass sie Opfer auf sich nahmen, nur um ihn zu hören, um ihn zu erleben, um in der Nähe des Herrn zu sein. Und ich wünsche auch uns so eine Sehnsucht nach Gott. Ich wünsche uns, dass wir ihn in so einem, immer wieder mal, ihn erleben. So eine lebendige Nähe zum Herrn, so ein inneres Ausgefülltsein von ihm, ja, das uns wirklich ausfüllt, dass etwas durch uns hindurch strahlt. Zum Zweiten, der Herr Jesus sah, was die Leute brauchten. Er sah ihren Mangel. Und ich wünsche uns das Vertrauen und auch die Gewissheit, dass der Herr Jesus auch unseren Mangel sieht, dass der Herr Jesus auch unsere Situation sieht. Er hat damals die Leute mit ihrem Hunger nicht allein gelassen und er wird uns auch heute mit unseren Problemen nicht allein lassen. Das Vertrauen wünsche ich uns ganz sehr. Und zum Dritten, obwohl die Jünger die Unmöglichkeit erkannten, obwohl sie erkannten, es geht nicht, was der Herr gesagt hat, gaben sie dem Herrn Jesus doch das, was sie hatten. Und ich wünsche uns den Mut, dass wir dem Herrn auch das anvertrauen, was bei uns möglich ist. Dass wir ihm das anvertrauen und dann ihn handeln lassen. Und zum Vierten, unter dem Segen des Herrn kann sich alles ändern. Da kann viel zu wenig Überfluss sein. Da kann am Ende mehr da sein wie am Anfang. Da können unsere bescheidenen Möglichkeiten Wichtiges im Reich Gottes bewirken. Und da kann es sein, dass jemand, der gibt, am Ende nicht ärmer ist als vorher, sondern dass jemand, der gibt, am Ende viel reicher ist als am Anfang. Dass viel mehr da bleibt, viel mehr übrig bleibt, als am Anfang da war. Und eines, denke ich, das wissen wir, der wirkliche Reichtum, der sitzt hier, der sitzt im Herzen. Und Gott schenke uns den Mut, ihm auch in solchen Situationen zu vertrauen. Amen.